Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Kirby und das vergessene Land. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Bye-ya! Oh, und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Kirby und das vergessene Land. Heute gibt es den Bosskampf vom Eisgebiet, das mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit König DDD ist. Ich habe mir vor dem Bosskampf natürlich nochmal ordentlich hier die Kraftboots reingeschoben und man kriegt übrigens ab dem 7. Kauf bei dem Typen, der die Booster verkauft, eine Figur von dem. Wollte ich nur mal eben kurz erwähnt haben. Oh, lecker. So, wir kämpfen gegen DDD. Eigentlich hatte ich auf Hammer gehofft. Was könnte das Spiel am ehesten von mir verlangen? Wir kämpfen im Eis und wir haben noch nie mit Eis gekämpft. Los, meine Eisbärarmee. Das ist richtig gut. Vor allem, stelle ich das im Koop vor, wenn der andere die auch verschießen kann. Ich mache die ganze Zeit Geschosse und Zanni schießt die dann. Ich wusste es doch, ich sehe es schon. Das ist die. Die hat sich vom Gesichtsausdruck stark verändert. Au! Oh, die verschießen sich irgendwann selbst. Die Musik finde ich gerade richtig cool, ne? Oh, er wird langsam zum Eisblock. Autschen. Den No-Hit-One habe ich schon mal nicht geschafft. Komm, gib mir deinen Hammer. Och, der lag doch gerade da. Ja, hau mir eine Säule um die Ohren. Wo ist dein Hammer? Danke, Didi. Aua. Der will Baseball mit mir spielen. Böser Didi. Aua. Okay, einfach fliegen. Friesch. Und tschüss. Blaupause zum Didi-Hammer. Sucherbombe. Na, Didi. Ich weiß, ihr hört das auch, ne? Mein Nachbar, der bohrt gerade. Da kann ich nichts gegen machen. Oh, Waddle, die geht's wieder gut. Wir siegen den Boss ohne zu blocken. Jetzt fängt er mich, oder? Nee, meinen Partner.
Ich hätte den König verschlucken können? Die, das wirst du bereuen. Ich werde meinen Kumpel retten. Und ganz da hinten geht's erst weiter. Im Ernst? Origins-Wüste. Okay, beim nächsten Mal geht's in die Wüste. Elfilin wird noch gerettet, keine Sorge. Ich will erstmal zum Kontinent der Ankunft. Es gibt bestimmt drei Kontinente, weil ich da hinten schon im Hintergrund noch eine weitere Insel sehen konnte. Man kann seinen Hammer tatsächlich verschlucken. Und wahrscheinlich einmal ohne irgendwas kämpfen. Okay, ihr kennt den Dreh, ne? Ich versuche einmal seinen Hammer zu essen und kämpfe dabei ohne alles. Also wir sehen uns in dem Moment, wo ich versuche, seinen Hammer zu schlucken. Und ja, ich weiß, wie das klang. Ja, geschafft. Ich habe seinen Hammer geschluckt. So. Jetzt weiß ich aber nicht, was die nächste Aufgabe ist. So, geschafft. Das Ende ist wahrscheinlich Speedrun. Und ich weiß, wie ich den schaffe. Ach, Speedrun habe ich sogar gerade geschafft. Da hau ich noch ein bisschen drauf. Hatte die Hoffnung, dass das was auslöst. So, was ist das letzte? Wahrscheinlich nicht treffen lassen. Das ist normal für Bossgegner, dass man nicht getroffen werden darf. Ja, ohne Schaden zu erleiden. Man kennt es doch. Das mache ich aber offscreen. Was ich jetzt machen würde, ist einmal in die Wally-Stadt gehen und gucken, ob es eine neue Arena-Kampfmission gibt. Und natürlich neue Gebäude demnächst. Ach ja, und wir müssen natürlich unsere neue Blaupause angucken. Erstmal in die Blaupause. Bomben werden besser. Ich frage mich, wie die Sucherbomben sind. Wahrscheinlich zu Verfolgungsbomben. Das wäre eigentlich richtig nice. Auch wenn die Bombenkette richtig gut war. So, bin gespannt, was da rauskommt. Sucherbombe, die sieht auch nice aus. So, was kann die? Die Angriffskraft der Spezial-Power-Sucherbombe erhöht sich, wenn sich mehrere Bomben dicht beieinander befinden, um eine Art Kette zu bilden. Okay. Die suchen sich den Gegner. Ich glaube, die dürfen sich anfangs nicht finden. Ich versuche sie gerade zu verstehen. Okay, damit kann man zumindest so eine Art Combo-Breaker machen.
Wenn man es richtig macht. Ist damit die zweite Fähigkeit, die wir, glaube ich, auch im Maximum haben. Die Sucherbomben. Ist auf jeden Fall eine bessere Version von der vorherigen. So, gibt es eine neue Turniermission? Nee. Ich hatte die nur einmal im Team gemacht, bisher nicht solo. Das werde ich aber noch machen. Ja. Gibt eigentlich nicht mehr viel, was ich dann jetzt hier gerade an diesem Punkt hier machen kann. Das nächste Gebiet kommt zusammen mit Sunny. Vorher spielen wir dann natürlich einmal die Minispiele hier. Ach, mein Model, die Begleiter, liegt nicht mehr hier. Dann liegt normalerweise immer da ganz faul. Genau hier. Naja, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, kennt ihr ja den Drill. Abo und ein Like da lassen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!